Wir haben ja vorhin gesehen, wie man mit der Vorschleife alle Array-Elemente durchlaufen kann, indem man nämlich den Bereich der gültigen Indizes durchläuft. Und wir werden uns jetzt eine neue Vorschleife, eine sogenannte vereinfachte Vorschleife anschauen, die genau für diesen Zweck existiert. Beispiel: Berechnen der Summe eines Zahlenarrays. Hier mal ein Programm, hier wird ein Array erzeugt und initialisiert und dieser Array-Variablen zugewiesen. Und, das werden wir dann in der nächsten Unterrichtseinheit uns nochmal genauer anschauen, Array-Variablen sind ganz normale Variablen und ich kann sie auch als Parameter benutzen. Hier ist ein Parameter, der hat den Namen Zahlen und es ist ein Parameter vom Typ int eindimensional, also eine Array-Variable, die auf ein Integer-Array, eindimensionales Integer-Array verweist. Wenn ich jetzt hier Summe von Zahlen aufrufe, wird letztendlich Folgendes erreicht, dass hier diese Array-Variable initialisiert wird mit dem Wert dieser Array-Variablen. Das ist also eine Referenz auf ein Array. Das heißt, nach diesem Aufruf referenziert Zahlen dieses Array. Ja, und was kann ich jetzt hier machen? Ich addiere mal die einzelnen Array-Elemente, bilde hier also die Summe, und durchlaufe jetzt den Wertebereich der Indizes. Das sind die Indizes von 0 bis längs minus 1, das kleine Zeichen. Durchlaufe also hier den Wertebereich von 0 bis längs minus 1 und mache Folgendes. Die Summe, zu der Summe wird addiert, der entsprechende Wert des Array-Elementes an dem Index i. In dem Fall ist ja längs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier wird durchlaufen der Wertebereich von 0 bis 5 und es wird addiert 2 plus 4 plus 6 plus 5 plus 1 plus 2 und dies wird als Ergebnis zurückgegeben und entsprechend auf dem Bildschirm ausgegeben. Für dieses Konstrukt gibt es jetzt eine vereinfachte Vorschleife.